Das nieder und warum? Das ist wahrscheinlich ein total kranker Therapieplan. Wahrscheinlich sind wir schon längst drin in dieser Therapie von diesem bekloppten Arzt. Und das gehört alles mit dazu. Das macht er alles. Die Alte ist voll gruselig. Was zum Teufel war das? Ich gehe jetzt keinen Schritt mehr vorwärts, okay? Wollen wir vielleicht eine Runde Minecraft spielen oder Uno? Hm? Wäre das was? Bitte? Nee? Okay. Okay, das war noch ein Rabe. Sieht man, dass ich nasse Hände habe? Das geht gar nicht. Ich will ja weg. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht an mein Ansehen. Das ist nicht sein Ernst, oder? Irgendwas macht er, weil es immer ihm im Kopf Klick. Er erkannte, dass er den Fluss überqueren musste. Mensch, du Genius! Scheiße! Sorry. Die macht mich nicht lustig. Oh, ja, 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 ja. Okay, wir erforschen mal kurz nochmal die Insel. Ah, eine Thermosflasche. Mensch, da hat sich doch alles schon wieder gelohnt. Steht aber nicht mehr dabei, wie viele Thermosflaschen wir jetzt irgendwie eingesammelt haben. Stand das nicht am Anfang, dass wir, wie viele Thermosflaschen wir jetzt eingesammelt haben? Und hat jemand von euch mitgezählt? Wie viel wir denn jetzt gesammelt haben? Ist es denn überhaupt wichtig? Okay. Ich würde mal sagen, wir müssen noch ein bisschen außen rumlaufen. Und hier so ein bisschen rüber. Der Fluss erscheint mir jetzt doch irgendwie größer, als ich am Anfang irgendwie angenommen habe. Was? Wo? Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ja. Ich will mal ganz kurz die Maus sind die runter machen. Nochmal. Entschuldigung. Geht jetzt besser. Okay, ja. Okay. Manuskript nehmen. Manuskript vorlesen. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Wenn ich das Licht ausmache, dann ist es nur noch so hell. Und wenn wir dann im Spiel sind, ist es leider nur noch so hell. Deswegen tut es mir sehr leid. Ich würde eigentlich auch sehr gerne eher das Licht ausmachen. Aber dann seht ihr leider nichts mehr von meiner hässlichen Fratze. Und ich habe gehört, das gehört irgendwie mit dazu. Ja, und ich habe natürlich meine Lampe so geil repariert. Ne? Merkt man sofort, dass ich hier nichts kaputt mache. Verdammte Scheiße, jetzt bleibt doch mal da kleben. Und die Lampe. Macht
Nur Ärger. Alter, Alter, das kriege ich jetzt nicht mehr in die Lampe da liegen zu lassen. Was? So? Ja. Ich entschuldige diese kurze Unterbrechung. Ah, so. Okay, weiter geht's. Die Richtung müssen wir. Ich dachte. Ach so, vielleicht war das hier nur da, um das Manuskript zu finden und es geht hier gar nicht weiter. Ja, okay, alles klar. Wie gesagt, ich würde gerne ohne Licht zocken, weil das ist halt genau dieses Licht nämlich, dieses weiße Licht ist das, was ich so ätzend finde. Und davon bräuchte ich noch viel mehr oder noch heller, um im Greenscreen ordentlich auszuleuchten. Und das killt echt Atmosphäre, finde ich. Deswegen ist das so ein Kompromiss, dass die eine mich halt anleuchtet, damit man halt meine Hackfresse sehen kann. Und mehr aber auch nicht. Ey, wir haben echt voll viele Batterien gefunden. Ah ja, warte, hier war doch der Bekloppte jetzt gerade schon wieder. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Alter, was denn? Hat gerade einer auf mich geschossen? Bin ich ins Wasser gefallen, ey. Okay. Hallo? Jetzt. Okay, nachladen, nachladen, nachladen. Ja, den ich als Sack. Aua! Ich habe irgendwie noch nicht so richtiges Mittel gefunden, wie man die am effizientesten töten kann. Und auch mit dem Ziehen tue ich mich gerade ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich vermute mal, wir müssen hier hoch. Die Tankstelle erreichen ist immer noch unser Primärziel. Okay. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Snap. Schade. Aber hier gibt es doch bestimmt wieder irgendwas Cooles. Emergency. Und da ist natürlich Batterien und Revolvermunition drin. Kennt man ja. Kennt man ja. Okay, die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Schauen uns erstmal ein bisschen um. Das ist, glaube ich, das. Ah, guck mal, da hinten leuchtet irgendwas Grünes. Da sollten wir fündig werden. Und hier drinnen gibt es wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas. Ja, es gibt Gruselmännchen. Und das gleich drei Stück. Okay, okay, Batterie nachladen. Scheiße. Stirb. Du auch. Und nicht ich. Shit. Nee, es war ein bisschen zu überfordert mit allem. Tut mir leid. Werdet irgendwie leicht nervös, wenn die so drei Leute auf einen kommen. Und ich war jetzt irgendwie dämlich, dass ich mich da auch ziemlich in die Ecke drängeln lassen habe. Okay, da kommt einer runter, von rechts kommt einer. Okay, okay, okay. Hm. Alter Finne.
Batterie. Alter, wie schnell sind denn die Batterien bitte schon leer? Alter Schwede. Die Batterien gehen echt ruckzuck runter irgendwie. Mal nachladen sollte ich vielleicht. Ich mach mal an. Ah ja. Quicktime Event. Alles klar. Okay. Damit können wir jetzt irgendwas machen, aber wir gucken mal noch natürlich, was es in dieser Hütte so Schönes gibt. Ein Manuskript gibt es, auf jeden Fall. Das hat man noch nicht. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Hast du geschrien da? Ich hab das eigentlich nicht so richtig. Deine Frau hat geschrien, aber du doch nicht. Okay, wir kriegen eine Schrotflinte. Yay, Baby. Cool, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es hier noch bessere oder also andere Waffen gibt. Alrightson. Aber dann, wir haben die Schrotflinte ja auch ausgewählt. Wir sparen natürlich erstmal. Und nehmen weiter den Revolver, denn zwei Schuss ist nicht wirklich die Welt. Ah, da ist eine Thermosflasche noch. Und da zu diesem Licht müssen wir noch. Aber Thermosflamme ist auch wichtig. Okay. War gerade irritiert, mein Hund putzt sich. Das sah irgendwie komisch aus als gewöhnlich. Alright. Was macht denn dieses Licht jetzt? Kann ich jetzt hier Hilfe rufen? Benutzen. Ach, Holzhebemaschine bewegen. Mit WASD. Und... okay, man kann nur nach vorne und nach hinten machen. Ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich hier so als Übergang dienen soll, oder? Ach, da ist... ich dachte gerade, hä? So hoch war die doch gar nicht, aber das war ja die hier. Ja, okay, alles klar. Ein bisschen Rätseln ist auch noch mit dabei. Finde ich ja cool. Das ist wie ein Überraschungsei gerade. Drei Dinge auf einmal. Schön, schön. Ui. Ich dachte gerade, wir springen ganz deutlich vorbei. Okay. Ach nee, das war jetzt diese komische Musik wieder vom Kontrollpunkt. Ich dachte, jetzt kommt schon wieder die Musik. Das klingt doch wirklich so wie so. Jetzt kommt was ganz Böses. Das kriegst du voll Arsch, Alter. Ah, guck mal, da ist ein Radio. Einschalten. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Na, bestimmt. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm.
Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht. Kann man seinen Hund dann bitte schon Toby nennen? Ich bin der Tobinator. Alright, da sind wieder Pfeile. Ah, guck mal, da drüben. Da ist auch Musik oder sowas, ne? Oder kam die jetzt gerade noch aus dem Radio? Ah. Wieder dieses Fackelsymbol, okay. Mit einer Flare Gun. Da haben wir wieder einen Schuss mehr drin. Okay. Die sparen wir uns trotzdem noch auf. Flare Gun ist dann geil, wenn, denke ich, mehrere Massen kommen. Wie die Schrotflinte noch reinhaut. Jetzt siehst du die Musik, ha? Okay, cool. Klingt so ein bisschen wie billiger EBM aus dem Dark Flower. Manuskript. F5. Manuskription. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Okay. Irgendwie ein bisschen sehr verwirrend, wenn die Seiten so nach und nach halt gefunden werden. Also nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern so ein bisschen wild durcheinander. Aber vielleicht haben wir auch schon ein paar übersehen. Obwohl, stimmt ja gar nicht. Wir haben ja jetzt... War nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Thermosflasche! Okay. Ich habe irgendwie echt Schiss, dass der Typ gleich so megamäßig um die Ecke geschossen kommt und ich mir sowas mal in die Hose mache. Wenn ich schnell Licht anmache, ist alles gut. Fuck! Shit, okay. Schnell Licht anmachen ist nicht. Alter Finner. Alter, ist das mies. Okay, wir hätten... Also, warte mal. Ich laufe nochmal schnell da rein. Okay, Kontrollpunkt bedeutet... ja, ist egal, was bedeutet. Ich dachte gerade erst, dass es... dass wir einfach nur zurückgesetzt werden. Aber das ist tatsächlich ein richtiger Speicherpunkt. Gut. Das hier. Kurz F5'sen. Achso, aber das sagte er nicht nochmal, dass wir das. Okay, alles klar, cool. So, jetzt erstmal Fokus nehmen auf die Typsten, die da kommen. Aber da war hier nicht Thermosklasse. Ja. Die muss ich natürlich nochmal mitnehmen. Also wenn ich vor uns gerade eben noch 6 Schuss, wieso haben wir jetzt noch 5? Lad doch nach, dumme Arsch, Alter. Spinnst du oder was? Okay, war's das? Die Musik ist immer noch so gruselig. Wow, fuck. Fuck. Wo kommen die denn auf einmal her? Ach, fickt euch doch ins Knie, ganz ehrlich.
Stirb doch endlich! Licht muss nachladen, Mama! Fick dich ins Knie! Ich knarf, Sack. Wieso hatten wir jetzt nur zwei Schuss in dieser Schrotflinte drin? Okay, deswegen hatten wir nur zwei Schuss in der Schrotflinte drin. Hui. Okay, nachladen. Schrotflinte. Jetzt geht's ab. Es gibt's hart aufs Maul, ey. Manuskript. Thermosflasche war da vorne. Die Tankstelle war nah. Ja, ja. Schien einladend durch die Dunkelheit. So einladend sieht das gar nicht aus. Ich weiß halt nicht, wenn wir die ersten zwei töten, ob wir dann nicht noch genug Zeit hätten, den Generator anzumachen. Alter, ich will es aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich riskieren, wenn ich ehrlich bin. Okay. Zwei zum Preis von einem. So, jetzt meine ich halt. Okay. Es war doch gar nicht so dumm, das zu machen. Batterien nehmen. Huiuiui. Okay, Leute, ich mache mal eine kurze Pause für ungefähr 3 Minuten. Dann könnt ihr mal schnell auf Toilette gehen, auf den Balkon gehen, je nachdem, was wir noch machen müssen. Und würden uns gleich sehen. Bis gleich.
Sind wir mal wieder zurück. Wow. Spiel seht ihr gleich. Hoffentlich. Au. So. Ich hoffe, ihr konntet euch alle auch kurz erholen. Weiter geht's im Text mit Alan Wake. Wo sie es geschafft haben, diesen dieses Tutorial anzumachen, diesen Generator anzumachen. Ach, guck mal. Safe Haven. Haven? Safe Haven? Safe? Ach, Safe Haven. Ja, okay. Ja, das ist safe hier. Okay, wir haben die Pumpgun immer noch ausgerüstet. Huiuiui, ich bin gerade vom so mein erstes Resümee vom Spiel ist. Ich bin begeistert. Die Musik, also das Spiel macht echt einiges gut. Welche Richtung müssen wir denn? Etwa die hier. Und naja, und durch Gruselwald, das ist voll fies. Oh, fick dich. Bringt das was, wenn ich da jetzt reinrenne? Können die mir doch eigentlich nichts anhaben, oder? Hm. Ich wette mit dir, die tauchen bestimmt gleich wieder auf. Ich hab Angst, dass sie gleich hinter uns auftauchen irgendwie. Da, okay. Wow. Wow. Okay, Batterie ersetzen und Munition und. Ich bin übel noch tierisch nervös, wenn die vor einem auftauchen. Ich glaube, die tauchen immer wieder von diesem Punkt auf. Auf. Okay. Da war gerade irgendwas ganz Helles. Was uns, glaube ich, irgendwie symbolisieren sollen, dass wir da hin sollen müssen. Hinter uns hin. Alter Finne, was? Du dumme, kleine, miese Bitch. Alter. Da ist noch irgendeiner, oder was? Hinter uns direkt. Oh, fuck. Okay, rein theoretisch gesehen sollten wir zurückgehen zum Licht, um uns ein bisschen zu healen, oder? Ich hoffe, wir müssen den ganzen Quatsch ja nicht nochmal machen. Wir haben noch 9 Schuss im Magazin. Generell 9 Schuss für den Revolver. Da steht auch noch einer, ne, da steht keiner, es war noch ein Baumsatz. Wipfel. Safe Haven. Okay, vielleicht sollten wir auch einfach mal rein. Alter Finne. Manuskript. Nimm mal auf, lesen wir später. Alter Falter, ich mach kurz mal den Runner. Okay, Runner bringt nichts. Alter Finne. Alter. Das wird böse enden. Alter, das wird überhaupt nicht gut enden. Okay. Alter Schwede. Hoffen, dass wir hier irgendwie Munition finden. Finden wir tatsächlich und auch ein bisschen Batterien. Alright. Wir müssen jetzt irgendwie da weiter lang gehen. Ich weiß noch nicht so richtig, ich habe noch keine richtige Taktik rausgefunden, wie wir mit diesen Dingern umgehen sollen. Da sind wieder so gelbe Symbole. Salat rührst du aber nie an. Rührt man denn auch Salat an? Also er meinte wahrscheinlich anrühren, oder? Oder also anrühren in dem Sinne von anfassen. Okay.
Wir gehen mal kurz noch nach da oben. Ah, gucken, da sind noch die gelben Pfeile. Und gucken, was da oben ist. Da ist ein, wieder so ein gelber Pfeil. Da gibt's wieder hoffentlich was Gutes für uns. Eine Flare Gun. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Schuss davon, das an sich nicht schlecht ist.